Mein Name ist Johanna Henschel. Ich arbeite im Tourismusverein Angermünde als Geschäftsführerin für den Tourismusverein. In diesem Jahr haben wir ganz neu für unsere Gäste den Heidenwanderweg installiert. Der Heidenwanderweg ist ca. 16 Kilometer lang, also bietet die Möglichkeit für eine schöne Tageswanderung und er führt von Biesenbro aus durch die Feldmark, durch eine offene Wiesen- und Weidelandschaft mit Kühen und Schafen. Und von Weitem kann man dann schon den Kirchturm erkennen in Welso. Und in Welso kann ich nur empfehlen, gibt es eine kleine Obstweinschenke. Und diese Obstweinschenke bietet natürlich nicht nur den Wein zwischen der Wanderung an, sondern auch einen kleinen Imbiss. Und ein ganz besonderes, spezielle Köstlichkeit der Uckermark ist der uckermärkische Schafskäse der Milchmädels, der hier auch angeboten wird. Und wenn man nach Biesenbro zurückkommt, kann man noch einiges über die Heiden von Kummerow erfahren. Der Heimatschriftsteller Ehm Welk, der hier seine Kinderzeit und Jugendjahre verbracht hat, hat hier seine Spuren auch hinterlassen und man kann heute noch die Geschichten wunderbar erfahren und erleben.